Wenn ihr schon mal ein großes professionelles Feuerwerk gesehen habt, dann habt ihr vielleicht schon mal gesehen, dass solche Figuren am Himmel auftauchen, wie so ein Gesicht. Und da haben wir uns natürlich auch gefragt, wie ist sowas möglich, dass solche Figuren am Himmel auftauchen? Aber um das Rätsel zu lösen, mussten wir erstmal ein bisschen reisen. In eine Stadt, in der es sehr viele Plätze und einige Kirchen gibt und viele alte Häuser. Und an einem Ende dieser Stadt gibt es sogar ein Schloss. Das Schloss Freudenstein. Das gibt's aber nicht nur im Modell, sondern das gibt's auch in Wirklichkeit. Und das sieht so aus. Und das liegt in der schönen Stadt Freiberg in Sachsen. Dann gibt's aber nicht nur das Schloss, sondern auch ein Rathaus mit dem Marktplatz davor und einem Wochenmarkt. Und ein bisschen abseits in einem Tal gibt's ganz viele kleine Häuser und da werden schon seit Ewigkeiten solche Feuerwerke hergestellt. Und da gehen wir jetzt hin und treffen da den Georg Aleph. Der hat uns schon unheimlich oft geholfen. Der hat uns schon eine durchsichtige Rakete gebaut und alles Mögliche. Und der verrät uns jetzt das Geheimnis und zeigt uns, wie man so ein Gesicht an den Himmel bekommt. Es geht los mit einem Stück blauen Kunststoffzeug. Sieht aus wie ein Stromkabel, ist es aber überhaupt nicht. Das ist nämlich eine portugiesische Anzündeschnur. Und in die bohrt er jetzt mit einem Handbohrer ganz vorsichtig ein Loch. Da sieht man's. Und wenn er das Loch gebohrt hat, nimmt er die Anzündschnur ein Stückchen raus, schneidet davon ein paar Zentimeter ab. Da drin ist Schwarzpulver, was das Ganze zur Anzündschnur macht. Dann kommt außenrum ein bisschen Weißleim. Und diese portugiesische Anzündschnur mit dem Weißleim wird jetzt in etwas gesteckt, das aussieht wie ein halber Ball, oben noch mit einem Stückchen Stutzen dran. Und wenn das fest ist, steckt er durch das Loch, das er eben gebohrt hat, oben eine Spoletta rein. Spoletta ist keine italienische Nudelsorte, sondern eine italienische Anzündeschnur. Wenn das passiert ist, das Ganze oben drehen in den halben Ball, so dass man jetzt von oben reingucken kann. In dieses Röhrchen, das nach innen durchgeht, kommt noch ein bisschen Schwarzpulver und noch ein paar längere italienische Spolettas. Die werden mit Klebeband festgeklebt und dann auseinandergedrückt und dann sieht das so aus. Die nächste Abteilung besteht aus Haferspelzen. Das ist die Hülle von Haferkörnern. Die werden mit Schwarzpulverzerlegerladung bezuckert und davon nimmt ihr jetzt einen ganzen Topf voll und kippt den in den halben Ball von oben rein. Also fast bis zum Rand voll ist. So, als nächstes brauchen wir solche Kugeln, größere und kleinere. Und die werden gemacht aus solchen winzigen Schwarzpulverkügelchen. Die nennt man Keimlinge. Und was mit denen passiert, das sehen wir jetzt. Und dazu müssen wir in ein anderes Gebäude in dem Tal mit dem Wald gehen. Und in diesen Gebäuden gibt es so einzelne Räume. Und da drin stehen solche Trommeln. In die werden jetzt diese kleinen Schwarzpulverkügelchen eingefüllt, diese Keimlinge. Und die Trommel dreht sich und dadurch drehen sich natürlich die ganzen Keimlinge durcheinander. Dazu kommt jetzt ein gräuliches Pulver. Und auch wenn das so hell aussieht, ist es trotzdem Schwarzpulver. Nur eine andere Sorte. Und damit sich das gut zusammenbackt, kommt da eine Flüssigkeit dazu. Das ist Alkohol. Dieser Alkohol sorgt dafür, dass dieses Pulver feucht wird und klebt. Und dann passiert da durch das Drehen etwas, was man vielleicht vom Schneeball kennt. Wird immer dicker und dicker und dicker und dicker. Es kommt immer noch neues Schwarzpulver dazu. Und durch das Durcheinanderwirbeln wird der Schneeball größer, größer und größer. Immer wieder Alkohol dazu und neues Pulver. Da sieht man es mal ganz langsam in Zeitlupe, wie die sich umeinander wirbeln, drehen. Und bis aber die Kugeln so groß sind, wie wir sie brauchen, um daraus ein Gesicht zu machen, das dauert ein paar Stunden. Und dann nennt man diese großen Kugeln Effektkugeln. Und die kann der Georg Aleph dann nehmen und daraus den äußeren Umriss von dem Gesicht machen. Die steckt er jetzt in diese Haferspelzen außen an den Rand von diesem halben Ball. Da sieht man's. Eine ganze Reihe von diesen großen Kugeln. Deckel zu und jetzt soll dieses Gesicht aber auch noch Augen bekommen.
Das sind solche Aluminiumtöpfchen, die sind innen mit Schwarzpulver verpresst, aber die haben innen drin noch etwas Blaues, denn die Augen sollen später blau leuchten. Sind die Augen platziert, dann kommt noch der Mund. Und dazu hat sich der Georg Aleph aus Papier ein kleines Röhrchen gedreht und in dieses Röhrchen kommen jetzt andere Effektkugeln, die sind ein bisschen kleiner, die werden da einzeln reingefüllt. Dann wird dieses Papierröhrchen am Ende zugedreht, bisschen zusammengeklebt, so, und dann in das Gesicht reingelegt. Aber doch nicht so rum, andersrum, das soll ja lächeln. Genau. So wird ein Smiley draus. Und das ist jetzt eigentlich die Figur, wie sie später am Himmel leuchten soll. Und jetzt wird das Ganze noch aufgefüllt mit dieser Schwarzpulver-Zerlegerladung, damit das Gesicht am Himmel sich nachher auch richtig schön ausbreitet. Alles vollgemacht, soweit, dass man fast von dem Gesicht nichts mehr sieht. Schütteln, dass es überall gleichmäßig hinkommt, glatt machen und dann ist die eine Hälfte der Kugel fertig. Jetzt kommt die zweite Hälfte. Da kommt auch wieder ein bisschen Weißleim rein. Wird mit dem Finger da reingeschmiert. Und in die zweite Kugelhälfte kommt jetzt erst ein Papier rein und dann wieder diese Haferspelzen. Aber die werden eben nicht mit Schwarzpulver gezuckert, sondern die kommen einfach nur so rein und die dienen dazu, dass sich das Gesicht in der anderen Hälfte nicht verrüttelt oder irgendwie schieflegt, sondern es ist bloß dazu da, das Ganze eben schön an der richtigen Stelle zu halten. Ist das Ding voll, die zweite Hälfte, wird das Papier zusammengelegt. Das ist ein bisschen fummelig. Ja. Schön gleichmäßig, dass es wirklich bis zum Rand passt. Alle Papierenden zusammen. Das Ganze dann nochmal zusammenkleben, dass es an der richtigen Stelle bleibt. Und dann mit einem gezielten Schwung beide Hälften aufeinander. Das ist wirklich eine Gefühlssache. Dann noch ein gezielter Hammerschlag. Oder zwei. Und damit sich das Ganze jetzt nicht wieder löst, werden die beiden Kugelhälften jetzt mit Klebeband zusammengeklebt, dass sie fest aufeinander halten. Ist das erledigt, dann ist der eigentliche Effekt von dem Gesicht fertig. Aber an den Himmel schießen können wir die Kugel noch lange nicht. Dazu muss noch was passieren. Und was da passieren muss, das erzählen wir euch gleich. Da sind wir wieder mit unserem Gesicht, das am Himmel erscheinen soll. Das Letzte, was wir gesehen haben, war, dass der Herr Aleph die Kugel zugeklebt hat. Jetzt geht's weiter mit einer Kunststoffplatte, auf die Kleister, also Klebstoff, geschmiert wird. Das ist so ähnlich wie beim Tapezieren. Und auf diesen Kleister legt der Georg Aleph jetzt jede Menge Papierstreifen. Die sollen sich mit dem Kleister richtig schön anfeuchten, durchfeuchten. Davon legt er jetzt jede Menge nebeneinander. Und bis die richtig schön feucht und biegsam sind, das dauert eine ganze Weile. Und wenn die sich alle vollgesaugt haben, dann nimmt er die Streifen und fängt an, die Kugel zu bekleben. Ein Streifen neben dem anderen immer schön glatt streichen. Und nach dem zweiten Streifen kommt oben noch so eine Schlaufe aus Kordel drauf. Wozu die gut ist, das sehen wir gleich. Die wird auch mit diesen Papierstreifen eingeklebt. Und nach einer Weile ist die erste Lage fertig. Dann nimmt er sich eine Bürste, streicht alles schön glatt. Aber es bleibt nicht bei dieser ersten Lage von Papierstreifen, sondern es sind 5 oder 6, die alle in der gleichen Weise gemacht werden. Dann nimmt er sich ein Stück Papprohr und beklebt das auch zur Hälfte mit so einem Papierstreifen, auch wieder mit Kleister eingestrichen. Ist das soweit, reißt er den oben auf, diesen Papierstreifen, und steckt das Ganze jetzt oben auf die Kugel drauf und klebt das an der Kugel fest. Dadurch bildet sich oben so eine Art Töpfchen. Auch das muss natürlich wieder ordentlich festgemacht werden, verklebt, damit sich das Ganze nicht voneinander lösen kann. Ist das erledigt, wird in ein kleines Plastiktütchen Schwarzpulver eingefüllt. Das ist dann die Treibladung. Und damit die Treibladung auch losgeht, kommt da ein Stück Zündschnur rein. Wird zusammengedreht,
befestigt, dass die Zündschnur auch wirklich an dem Schwarzpulver bleibt. Und da ist die Schlaufe wieder, die wir eben gesehen haben. Da wird die Zündschnur durchgeführt. Die Treibladung kommt oben in dieses Töpfchen rein, wird da reingedrückt. Naja, auch ein bisschen Fummelskram. Die Zündschnur wird an der Seite rausgeführt. Dann oben ein Deckel drauf, damit der Topf fest ist. Und natürlich auch wieder festkleben, damit er sich nicht lösen kann. Auch wieder mit diesen Papierstreifen mit Kleister. Ist ja klar mittlerweile. Und mit dem letzten Papierstreifen ist unser Gesicht fertig zum Transport an den Himmel. Und wie geht das denn jetzt? Also, an der Kordel mit der Schlaufe senkt man das in ein Rohr ab. Dann ist da diese Zündschnur, da ist am Ende noch eine Schutzkappe drauf. Der erste Teil, der brennt ganz langsam. Und der rote Teil, der brennt dann ganz schnell. Und die zündet dann die Treibladung. Und in 4 Sekunden ist dann unser Effekt 180 Meter hoch am Himmel. Das kann man natürlich hier in der Werkstatt nicht machen. Das kann man nur nachts machen, sonst sieht man es ja nicht. Und dazu muss man auch auf einen sogenannten Schießplatz gehen. So, da sieht man es jetzt. Der Georg Aleph nimmt unser Gesicht, senkt es an dem Faden in so ein Schießrohr runter. Daraus soll es gleich an den Himmel geschossen werden. Die Zündschnur hängt nach draußen, klar, damit man sie anzünden kann. Jetzt als erstes natürlich Helm auf, denn alles, was hochgeht, kommt irgendwann auch runter. Und weil es laut wird, noch ein paar Ohrenschützer drauf und ein Gesichtsschutz. Dann kommen Spezialzündhölzer zum Einsatz und jetzt wird das Ganze gleich gezündet. Achtung, fertig und los geht's. 21, 22, 23, 24. Da ist unser Gesicht. Wir haben uns natürlich noch ein paar mehr bauen lassen. Und je nachdem, wie die Kugel dann oben am Himmel landet, kann man das Gesicht von unserer Position aus besser oder schlechter sehen. So, jetzt wisst ihr, wie solche Effekte bei einem Feuerwerk an den Himmel kommen. In diesem Sinne, ein gutes neues Jahr.